Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Breakpoint. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollten uns jetzt dann nochmal diese Mission hier angucken, dieses Raids, oder? Beziehungsweise Icarus Pausen. An einem Raid werde ich nicht teilnehmen. Ich brauche jede Information, die Sie mir über die Azrael-Drohnen geben können. Nun, das wird leider nicht viel sein. Ich muss wissen, was die Wolves damit vorhaben. Ich habe einmal mit zwei Wissenschaftlern gearbeitet, die am ersten Prototyp beteiligt waren. Sie hießen Dr. Starr und Dr. Romero. Vielleicht können die beiden Ihnen weiterhelfen, aber seien Sie gewarnt. Sie sind ein wenig seltsam. Gut. Wo kann ich Sie finden? Zuletzt haben Sie wohl in Channels gearbeitet. Ich glaube, da ist auch der Channels Hafen. Versuchen Sie es da. Er liegt im Fjord, im Südwesten des Aroa-Archipels. Verstanden. Danke. So, neuer Einsatz, Icarus. Pausen. So, erreichen Sie den Channel-Hafen. 14 Kilometer. Zeig mal her, 14 Kilometer. Da unten, da waren wir ja noch gar nicht. Doch, wir waren da schon mal. Hier ist ein Lagerfeuer frei. Oder wir haben das entdeckt. Nun gut, jetzt sind es noch 1,2 Kilometer. Das sollten wir doch hinkriegen. Ja, Minimap bitte. Bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet. Okay, Feindaktivität ist ja ein bisschen ruhiger. Kann mich aber auch gleich täuschen. Ja, da fährt schon ein Fahrzeug. Ach, jetzt doch, jetzt ploppen sie alle auf, die Feinde. Drohne, Drohne, Drohne. Azrael in der Luft, Ghost liegt Gegner lokalisiert. Da. Ich hab den Feind entdeckt. Da. So. Meter. So, aber das sind auch wieder Feinde. Ach, das ist ein ganzer Hafen, okay. Na, warte mal, ich leg mich mal hin und hol mal die Drohne raus. Oh, der hat das Liedernis verloren, okay.
noch. Oh nein, jetzt kommen da die Deppen. Oh, Glück, 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 Glück. Okay. Bis hierher war es ja ganz gut. Dann gehen wir mal runter. Bitte nicht festpacken. Handschuhe? Gummihandschuhe. Nehmen wir doch mal die. So, da ist ein bisschen Kohle unten. Wo hast du das? Da. Treppe hoch. Nicht wirklich, gell? Da ist auch nochmal so eine orange Mission. Feind gesichtet. Wo sichtest denn du Feinde? Ach, da oben. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir hier noch eine Hauptmission parallel. Ich hab genug gehört. Gehen Sie einfach wieder an die Arbeit. Ich hab den Feind entdeckt. Da. Rücke vor. Bewege mich zum Ziel. Los geht's. Bin bereit, das Ziel auszuschalten. Das ist Episode 2. Das ist halt schwierig, ne? So, erstmal gucken, wen haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir noch ein paar, okay.
Roger. Ziele annähern. Bewege mich auf Feind zu. Bereit, Ghost Lead. So, was redet man mit dem Typen da oben noch? So viel auf einmal wieder. Was machen Sie hier? Warum arbeiten Sie mit Santana? Und verarschen Sie mich nicht. Ich weiß alles über Sie. Oh, und was genau glauben Sie zu wissen? Ich weiß, Sie sind nicht nur wegen Sentinel hier. Also, was wollen Sie noch? Ich bin auch hier, um meinem alten Freund zu helfen. Soweit ich weiß, kennen Sie sich bereits. Aus Bolivien. Sie meinen... Vielleicht reden Sie lieber direkt mit unserem gemeinsamen Freund. Ich bin nur hier, um zu helfen. Die pikanten Details kann er Ihnen verraten. Ich kriege keine Verbindung außerhalb von Aurora, aber auf der Insel funktioniert es. Damit können Sie Kontakt zu ihm aufnehmen. Es verrät Ihnen seine letzte Position. Danke für die Information. Und jetzt gehen Sie. Wenn wir gesehen werden, ist die ganze Operation gefährdet. Ja, okay, jetzt haben wir den Norma geschwätzt. Vermisst? Aber welcher gemeinsame Freund aus Bolivien? Ich überlege gerade. Whitelands war doch in Bolivien, oder? Echt, wer könnte das sein? Die Kiste holen wir uns ja auch noch. Kommen die den Berg runter? Nee, gell? Laufen weg, die gehen weg. Ich finde es auch irgendwie cool, dieses kleine Detail mit der Fürsorge. Das ist schon cool gemacht. Aber das gab es in Whitelands auch, oder? Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ist doch schon ein paar Tage her. So. Jetzt ploppen da schon wieder Feinde auf. Solide Arbeit. Immer mitten rein. Was für eine riesige Möwe ist das denn? Guck dir das mal an, wie groß die ist.
Das sah doch gerade aus wie eine Möwe, oder ist das ein Schwan? Nein, ein Schwan auch nicht. Ich sehe einen. Da drüben feindlicher Helikopter. Aufpassen. Helikopter außer Reichweite. Wir sind hier sicher. Bewege mich auf Feind zu. Gut geschossen. Waffeneinsatzfälle aussieht. Und noch ein Ort. Red Shark. Was wollen Sie? Oh. So. Erstmal mit Ihnen hier quatschen. Hallo. Wir kaufen heute keine Teile. Kommen Sie morgen früh zurück. Dr. Starr und ich sehen uns Ihre Funde dann gerne an. Ich heiße Nomad und ich verkaufe keine Teile. Was mich allerdings sehr interessiert, sind Informationen zu den Azrael-Drohnen. Ah, Sie begeistern sich auch für Automatisierung. Willkommen. Ich bin Dr. Romero und das ist Dr. Starr. Wir analysieren, wie die Wolves die Signale der Azraels abfangen und wie sie mit den Stolas-Drohnen kommunizieren. Es Kommunikation zu nennen, ist eine Beleidigung für diese Arbeit, Dr. Romero. Dr. Starr will damit sagen, dass Ihre Beziehung keine wechselseitige ist, sondern vielmehr eine Symbiose. Ganz genau. Wir hatten leider bisher noch nicht das Vergnügen, eine Azrael in Händen zu halten. Wir müssen uns mit dem begnügen, was diese Amateure uns bringen. Kann ich irgendwas tun? Also, wenn Sie uns wirklich helfen wollen, dann erledigen Sie eine Drohne und bergen Sie Ihre Kommunikationskomponenten für uns. Diese werden uns helfen, herauszufinden, wie sie andere Drohnen kontaktiert. Sie kommen gleich zur Sache, was? Gut, woher weiß ich, wonach ich suche? In Montagehalle Omega 2 müssten die Baupläne der Azraels liegen. Damit können Sie herausfinden, welche Teile Sie herausnehmen müssen, sobald die Drohne unten ist. Klingt machbar. Sagen Sie mir auch, wie ich zu dieser Fabrik komme? Oh ja. Montagehalle Omega 2 befindet sich östlich von diesem Gebäude. Über den Roaring Falls. Danke. Ich sehe es mir an. So. Ich habe gar nichts gemacht. Oh. Wir haben gerade miteinander gesprochen, Leute. Bleibt entspannt. So, wir müssen jetzt... Oh, darüber. Immer diese weiten Wege. Bist du ein Speedboot? Ich werde dich schon finden. Die Dame hätte doch da ruhig mitfahren können. Verstehe ich nicht.
glaube, hier sind wir schon mal vorbeigeflogen. Kann das sein? Ich glaube schon. So, wie kommen wir jetzt hier am Schiff das nur hoch? Ich glaube nicht, dass wir da hochklettern können. Sein, oder? Feind identifiziert. Da drüben. Was? Vielleicht gibt es hier Aufklärungsdaten. Entschuldigung. Ist das Auto kaputt oder was? Ich will doch bloß da hochfahren, komm schon. Okay. Es gibt sehr viel Info auf jeden Fall in diesem Spiel. Nee, da kommen wir nicht hoch, okay? Sauberer Allrad, guck dir das an. Und hier wäre noch so eine Mission. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Das glaube ich jetzt nicht, dass wir hier durchkommen. Ja, man soll sein Glück nicht überreizen. Okay, 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 okay. Ziemlich gut. Wir sollten nach Aufklärungsdaten ausschauen.
Ja, warte, Fahrzeug. Ah, das fährt da oben lang. Okay. So, ich gehe mal auf diese Seite. Dann lassen wir die Drohne starten. Okay. Was soll ich dazu sagen? Du wirst dafür bezahlt. Ja, warte mal, auf dem Dach vielleicht. Mhm. Die Funker. Alles sauber, sie sind tot. Gut geschossen. Okay, jetzt haben wir alles abgescannt. Wir haben alles gefunden. Okay. Der wäre jetzt wichtig, aber den kriege ich nicht mit einem Simultanschuss und meinem Schuss hin. Alles klar, Boss. Gehe dorthin.
So, Stellungswechsel, Stellungswechsel. Sauber. Irgendwo ein Geschütz. Roger, Zielannäherung. Bin soweit. Sichtkontakt, da. Bewege mich zum Ziel. So, gehen wir nach oben auf den Punkt. So. Tot.
Hallo. Ich will Ihnen nichts tun. Hab gehört, Ihre Zugangskarte ist weg. Gott, schickt sie die Personalabteilung? Es tut mir wirklich leid. Keine Ahnung, wie Terry an meinen Ausweis gekommen ist oder warum sie so sauer auf mich und Michelle ist. Aber eine Verschwörung gab's zwischen Terry und mir nicht. Oder Michelle. Wir verstehen schon, dass es Regeln gibt. Ich werde am Morgen aber meinen Ausweis wiederhaben. Und nur fürs Protokoll. Was auch immer Terry über mich oder Michelle sagt, ist totaler Schwachsinn. Und überhaupt, ist das nicht Erpressung? Hör zu, Hohlbirne. Sag mir, wo das Ding ist, oder du kannst dich ohne Schneidezähne durch den Dating-Dschungel schlagen. Terry hat ihn in der Cafeteria versteckt. In die Cafeteria. Okay. Da haben wir uns aber noch die Kästen hin. Hey, was wollen Sie? Mit der Kohle. Ah, okay. Müssen wir mal aus, ja? So. Die hat keinen Schalldämpfer. Sieben, okay. Massen zerlegen mit B. Das ist cool. Halt, warte mal. Dann behalte ich doch lieber die. So. Dann gehen wir gleich zur Cafeteria. Die hat einen Schalldämpfer. Werden ihr blaues Wunder erleben. Ja, das glaube ich ja weniger. Wo ist die Kiste da oben? Wo geht's denn jetzt da oben? Ah, hier. So, einmal untersuchen. Neuer Hinweis. Was haben wir denn da? Das ist Dutzens Computerzugangskarte. Sie ermöglicht den Zugang zum Terminal. Gerade wo ist denn der Ton hin, aber der Ton ist da. So, das ist hier einmal die Kiste.
Oh, ein Schlappihut, gut. Ja. Israel Blaupause. Das sind Blaupausen für die Azrael-Drohne. Diese Drohnen können außerhalb der Siedlungen in allen Regionen gefunden werden. Okay. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen in die Wildnis gehen, ne? Da oben ist ein Feind. Oh, 140, komm schon. Sind wieder solche Wölfe? Oder Wolves? Das heißt, an den Funksprüchen. Drohne, Boss. Wir sollten in Deckung gehen.
weg ist er. Das ist aber keine Azrael-Drohne. Wenn man wüsste, von wo die starten, ne? Ich brauche diese Azrael-Drohne. Das ist auch wieder so eine lange Mission. Wie viel hat der jetzt abgezogen? Nicht viel, gell? Der Waffe
Der konnte das ermitteln. Gar nichts weg. 140. Ich bin wieder hier. So. Die Dinger sind echt krass. Oh, warte. Nee, also diese Mission muss ich kurz unterbrechen, bis wir dann eben so eine Azrael-Drohne herkriegen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Folgenende und ich reise erstmal wieder zurück Richtung standardisierten, zu irgendeinem Biwak, hätte ich gesagt. Bin ich denn? Da. Hier wäre so ein Aero-Testgelände. Wir hatten noch hier irgendwo ein Biwak. Wo haben wir denn da eins? Na? Hier hinten. Dann gehen wir da hin. Ach, während des Kampfes ist nicht verfügbar. Okay, ich befinde mich noch im Kampf. Dann müssen wir hier runter erstmal. Weil jetzt sind wir wieder in dem Lager, wo wir vorher waren. So, jetzt sind wir außerhalb des Kampfes und ich wollte hierher, gell? Ja. Genau. Das mit der Drohne ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Im Laufe des Spiels. So, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch wieder. Wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über einen kleinen Kommentar, eine Bewertung, einen Daumen nach oben, nach unten oder ein kostenloses Abo sehr freuen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und zum nächsten Mal bei Ghost Recon Breakpoint. Ciao, macht's gut.